Seit dem vergangenen Jahr entsteht am Wolfgangsee die neue Talstation der Schafbergbahn und der Wolfgangseeschifffahrt. Während diese Woche die Firstfeier gefeiert wurde, werden ab kommendem Frühling hier die Züge abfahren und die Gäste im neuen Erlebnisquartier betreut. Der Grund des Erlebnisquartiers, dass mehr als nur ein Bahnhof, mehr als nur ein Ticketverkauf stattfinden soll, sondern es sollte ein Gesamterlebnis sein, deswegen auch der Name Erlebnisquartier. Es sollte ein Restaurant kommen, es kommt ein Ausstellungsbereich. Der Gast sollte, wenn er hereinkommt ins Gebäude, sich sofort wohlfühlen. Kurze Wege und große Glasflächen, die einen Blick vom Einstieg der Schafbergbahn bis zum Wolfgangsee ermöglichen, zeichnen das neue Erlebnisquartier aus. Also wir befinden uns jetzt gerade am Bahnsteig. Das ist hinter mir die große Besucherhalle, die in einem großen Raum sozusagen unterschiedliche Bereiche wie den Ticketschalter, den Shop und einen Ausstellungsbereich, Veranstaltungsbereich sowie das Restaurant im ersten Obergeschoss beinhaltet. Bis die einzelnen Bereiche von den Besuchern genutzt werden können, gibt es aber noch jede Menge zu tun. Die nächsten großen Meilensteine sind die, was man jetzt bei uns da links und rechts sieht, dass die Bahn angeschlossen wird an das Bauwerk, dass dann die Schaulok in die Halle hinter mir sozusagen gebracht wird, dass das Gebäude geschlossen wird und dass dann tatsächlich die elektrotechnische Ausrüstung finalisiert wird und somit dann das Gebäude auch zum Leben erweckt wird. Während des Umbaus sind sowohl die Schafbergbahn als auch die Wolfgangseeschifffahrt in vollem Betrieb. Beide freuen sich schon auf den Herbst und den bevorstehenden Advent. Die Eröffnung der neuen Erlebniswelt in St. Wolfgang ist für Frühling 2023 geplant.